Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Region Saporischschja ist laut ukrainischen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden und mindestens 4 Personen wurden verletzt, darunter 2 Kinder, wie die örtlichen Rettungsdienste am Dienstag mitteilten. Die ukrainische Luftwaffe sagte zudem, dass von den 81 russischen Drohnen die meisten abgeschossen worden seien. Staatlichen russischen Medien und Bloggern zufolge haben in der Zwischenzeit jedoch russische Truppen mit der Einnahme des ostukrainischen Orts Wuledar begonnen. Wuledar gilt als Festung des Widerstands gegen die russischen Invasoren. Informationen aus den Kriegsgebieten lassen sich allerdings zum größten Teil nicht unabhängig überprüfen.